Hallihallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DAX-Tobi. Episode habe ich jetzt übrigens absichtlich falsch ausgesprochen. Und an dieser Stelle präsentiere ich euch dann heute ein Update an einem Minibike namens Hubert. Mein Minibike, an dem ich ja bereits seit geraumer Zeit, also um ganz exakt zu sein, seit 2015 umeinander bastle. Und was kann ich euch denn da alles berichten? Naja, ich fürchte fast eine ganze Menge. So habe ich zum Beispiel einen neuen Auspuff dann mal dran gebaut. Ein Auspuff, den ich auch schon seit geraumer Zeit in meinem Teilelager liegen hatte. Das ist so ein Auspuff, den hatte ich mal in einem von meinen Unboxing-Videos gezeigt. Und wie ich natürlich diesen Auspuff dran gemacht habe, ist mir auch sogleich mal wieder ein klitzekleines, aber feines Missgeschick passiert. Und zwar habe ich die vordere Halteschraube für die Auspuffblende abgerissen. Wie ich das Ganze dann gelöst habe, dazu später mehr. Eine neue Sitzbank habe ich dann in dem Zuge auch montiert. Die neue Sitzbank, das war auch so ein Teil, was da eben im Herbst letzten Jahres in einem von den vielen Paketen drin war, wo ich da unter anderem in meinen Unboxing-Videos vorgestellt habe. Und ich wäre natürlich nicht der DAX-Tobi, wenn ich euch jetzt nicht sogleich diesen neuen Auspuff in Bild und Ton vorstellen würde. Also hier mal eine ganz kurze Klangprobe von diesem neuen Auspuff, wie der so klingt. Naja, klingt doch fürs Erste schon mal ganz vielversprechend, oder? Also ich finde schon, am Abend vom ersten Tag meiner großen Bastelaktion, da hat dann die Maschine so ausgeguckt, also es ist ganz deutlich zu erkennen, der neue Auspuff, der montiert ist, das Auspuffgitter oder die Auspuffblende zumindest mal an einer Schraube montiert, nämlich an der hinteren, dann noch die neue originale Honda-Sitzbank, noch mit so einem Plastikschonüberzug, damit sie nicht so dreckig wird oder sonst was. Dann hier nochmal eine schöne Aufnahme von der Auspuffblende, und zwar nachdem ich dann die Schraube instand gesetzt habe. Also das war dann so eine Aktion von einem halben Tag, was ich dann da veranstalten konnte. Da habe ich also die ursprüngliche Halterung vom Auspuff dann abgeflext, habe mir selber eine neue Halterung dann angefertigt für den vorderen Bereich von der Auspuffblende, habe dann da noch ein kleines Blech gebogen, so als Abstandshalter, was ich dann da benutzt habe, und konnte das dann wieder mit einer Schraube dann schön montieren. Den Schraubenkopf, den habe ich dann nur wenig mit einer Flex bearbeitet, da hatte ich gerade so Laune dazu. Oder vielmehr muss ich richtig dazu sagen, ich hatte eine Schraube da, brauchte aber dann bloß einen Schraubenstutzen, habe also dann von der Schraube dann den ursprünglichen Kopf dann weggemacht und habe dann eben ein Gewindebolzen jetzt rausstehen lassen von meiner selbstgebauten Auspuffschelle und habe dann dieses Gitter mit einer Mutter dann montiert. Und diese Mutter, die habe ich auch an der Oberfläche noch ein bisschen angeschrubbt und angeflext. Die werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mit einem Rostschutzmittel oder mit irgendwas einstreichen oder vielleicht mit schwarzer Auspufffarbe drüber gehen. Mal gucken, da fällt mir, denke ich, doch ganz bestimmt noch was ein. Auf alle Fälle, es war halt mal wieder eine richtig tolle Aktion von einem halben Tag, wo ich dann da eben wieder was ausbügeln konnte, wo ich dann eben im Vorfeld dann verkehrt gemacht hatte. Das sind immer so kleine Arbeiten, die stinken einem ganz ungemein. Aber ich sage dann immer, es gibt Schlimmeres. Es könnte ja zum Beispiel regnen und es tut es ja heute nicht. Dann ging es die Woche drauf weiter. Das ist also jetzt hier eine Aufnahme vom nächsten Wochenende. Und an diesem besagten nächsten Wochenende, da habe ich mich dann ums Hinterteil von meinem Bike gekümmert. Genauer gesagt, es kamen dann Stoßdämpfer und Schwinge dran. Ich habe also im ersten Zuge dann mal angefangen, das Bike erstmal aufzubocken. Da habe ich so eine alte Lautsprecherkiste hergenommen, die noch bei mir in der Garage steht, von einem meiner ehemaligen Winterfahrzeuge von den letzten 20 Jahren. Da ist so eine Kiste halt mal übrig geblieben. Und diese Kiste, die leistet mir eben schon seit einigen Jahren jetzt immer wieder ganz gute Dienste, wenn es darum geht, irgendwie was am Bike zu machen.
dann wird die einfach kurzerhand zur Montagekiste oder zum Montageständer zweckentfremdet und das Bike wird dann drauf aufgebockt. An dieser Stelle hier vom Bild, da könnt ihr dann schon mal sehen, wie ich die hintere Radnabe schon mal teildemontiert habe, denn in dem Zuge, wo ich natürlich dann eben eine neue Schwinge und neue Stoßdämpfer eingebaut habe, habe ich mir gedacht, ich mache dann auch gleich noch ein neues Hinterrad drauf, weil ich hatte im Herbst dann auch noch neue Räder vorbereitet für diese Maschine. Ich habe mir neue Felgen gekauft gehabt und eben eine neue Bereifung, neue Schläuche dafür. Das Vorderrad hatte ich schon mal vor ein paar Wochen dann neu gemacht und in diesem Zuge jetzt heute, wie es eh dann eben darum ging, das halbe Hinterteil von der Maschine zu zerlegen, da habe ich dann auch dementsprechend das Hinterrad erneuert. Das Hinterrad habe ich natürlich dann in diese Radnabe eingesetzt, dann wieder das Kettenblatt drauf, das Kettenblatt wieder befestigt. Ganz wichtig, das habe ich mir gemerkt vom letzten Mal, es gilt die Laufrichtung zu beachten von so einer Monkey-Felge. Denn Monkey-Felgen sind, wie ich schon bereits mal erwähnt hatte, asymmetrisch. Bedeutet also, wenn man die Felge dann verkehrt herum einbaut, merkt man spätestens dann, wenn das Rad irgendwie etwas komisch in der Felge drin steht. Also alles andere als in der Mitte ist verkehrt in dem Fall. Sollte also zum Beispiel der Abstand gemessen von der linken Schwingenhälfte zur rechten Schwingenhälfte an der Reifenflanke dann gemessen unsymmetrisch sein, also zum Beispiel ihr habt links Abstand 3 cm und rechts Abstand 5 cm, dann könnt ihr mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ihr dieses Rad verkehrt rum eingebaut habt. In dem Zuge heißt es dann eben wieder Rad raus, Laufrichtung korrigieren, also sprich die Felge oder das Rad umdrehen, notfalls dann auch die Laufrichtung vom Reifen korrigieren, das Ganze wieder zusammenbauen, Punkt, fertig. Dann könnt ihr hier schon mal sehen, was ich eben dann da hinterradmäßig dann veranstaltet habe. Ich habe also hier dann eine schöne neue Aluschwinge eingebaut aus dem Hause G-Craft, 40 mm länger als die Originalschwinge. Habe dann in dem Zuge auch mal noch gescheite Stoßdämpfer rein, also richtig schön harte Stoßdämpfer sind das jetzt, so ganz andere Teile als diese Luftpumpen, was da vorher montiert waren und die schon wirklich auf Halbmast gehangen sind, wenn ich mich nur drauf gehockt habe. Da blieb also dann nicht wirklich mehr viel Platz zum Einfedern. Das ist jetzt mit diesen neuen Stoßdämpfern weitaus besser. Also die machen schon mal einen sehr viel besseren Eindruck als diese ursprünglich montierten Teile. Ja, und dann war es so endlich soweit. Dann kam das Hinterrad rein, in der richtigen Laufrichtung, wie ich festgestellt habe. Hab dann die Bremse reingemacht, dann die Achse durchgejagt. Hab vorab schon mal grob die Ketteneinsteller dann links und rechts dann so hingedreht, dass sie ungefähr auf gleicher Größe sind, auf gleicher Höhe sind. Und in dem Zuge habe ich dann auch noch, weil ich natürlich auch eine längere Schwinge habe, eine längere Kette gebraucht. Hat sich dann eh angeboten, habe eine neue Kette reingemacht, dazu dann eben die Kettenritzelabdeckung auf der linken Seite demontiert. Habe mir dann die Kette passend zurechtgestutzt. Ich habe also so ein Kettentrennerwerkzeug, was ich dann daher nehmen kann. Also sprich, die Kette wurde dann auf die richtige Länge abgetrennt. Mit einem neuen Schloss habe ich das dann Ganze zusammen gemacht und habe die Kette dann montiert. An diesem Bild, da könnt ihr sehen, die Kette hat noch so ein bisschen Durchhänger, die hängt also nur so rum sozusagen. Es gilt dann natürlich, wenn man so eine neue Kette drauf macht, dann auch in dem Zuge natürlich wieder die Einstellung vorzunehmen, dass die Kette schön gespannt ist. Ja, und hier seht ihr dann eben ein Bild, wie dann am Feierabend vom zweiten Wochenende diese Maschine dann ausgesehen hat. Es ist also bereits ein Bremsgestänge dann montiert, natürlich dann in dem Falle auch ein längeres Bremsgestänge, weil wir natürlich die längere Schwinge auch drin haben. Und von daher hängt hier noch an dieser Stelle eine Spannfeder vom Bremshebel ziemlich unmotiviert nach unten rum. Hatte den Hintergrund, ich hatte keine Befestigungsmöglichkeit. So, dann ein kurzer Einspieler, was an diesem Bike alles modifiziert worden ist und was ich aktuell verbaut habe, mit kurzen Erläuterungen. Viel Spaß dabei!
Ja, das war dann der kurze Einspieler. Ich denke mal, der wird euch ganz gut gefallen haben, so wie ich euch kenne, als das beste Publikum der Welt, als meine Klientel. Ihr seid natürlich immer begeistert. Und weiter geht's mit Aufnahmen, die ich gemacht habe am dritten Schrauberwochenende in Folge, als es dann mal wieder darum ging, am Minibike namens Hubert die Updates vorzunehmen. Das ist also jetzt eine Aufnahme, die habe ich gestern angefertigt. Ich habe also jetzt endgültig mal die Kette gespannt. Jetzt sieht man schön, wie sie Spannung und nicht mehr so unmotiviert rumhängt. Auf der rechten Seite habe ich eine Rohrschelle zweckentfremdet, also eine Rohrschelle mit so einer Gummiunterlage, eine RSGU, wie sie im Fachjargon auch heißt, habe ich dahergenommen, habe eine Schraube durchgemacht. An der Schraube konnte ich dann entsprechend eben diese Spannfeder vom Fußbremshebel einhängen. Und jetzt hat das Ganze so hier seinen Platz gefunden, funktioniert auch ganz gut. Ich denke mal, das habe ich mal wieder ganz gut hingekriegt. Naja, Eigenlob stinkt, aber ich denke, hier riecht es auch nicht gerade nach Flieder. Das soll es dann so im Großen und Ganzen gewesen sein. Recht viel mehr fällt mir dann da auch nicht mehr dazu ein. Ich habe also noch abschließend 2-3 Aufnahmen angefertigt, die das Bike in der Totale zeigen. Einmal von rechts, und zwar rechts ziemlich flach abgefilmt sozusagen. Und dann habe ich es einmal noch ein wenig angewinkelt hingestellt und abgefilmt. Und dazu so einen klitzekleinen Morphing-Effekt gebastelt, dass es ausschaut, wie wenn sich das Bild drehen würde. Was dann eben das Bike so isometrisch sozusagen von rechts hinten zeigt. Ist das der richtige Fachausdruck? Ich weiß gar nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Bin halt leider nicht so talent. Dann noch ein kurzer Blick, so sieht das Bike aus, wenn man also davor steht und nach unten guckt und sich das anschaut. Das soll es dann im Großen und Ganzen gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder nicht gelangweilt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer DaxTobi.